Der norwegische Sänger Hank von Helvete, unter anderem bekannt durch Turbo Negro, ist gestorben. Er wurde nur 49 Jahre alt. Hans-Erik Dubik Hasby, 1972 bis 2021, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Hank von Helvete, ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Dies bestätigte sein Manager Boy Newton dem norwegischen Sender NRK. Auch auf dem Instagram-Account des Musikers wurde den Fans die traurige Nachricht überbracht. Demnach ist der Sänger, der unter anderem auch als Hank von Hell bekannt war, am 19. November verstorben. Seine Band trauert um großherzigen Mensch. Von 1993 bis 2010 war Hank von Helvete Sänger der norwegischen Punkenrollformation Turbo Negro. Die Band meldete sich bereits auf Facebook zu Wort. Er war ein barmherziger und großherziger Mensch. Ein spirituell und intellektuell suchender Mensch, der es liebte, ein Gespräch mit jedem zu führen. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam als Rockbrüder in Turbo Negro geschaffen haben, heißt es in dem Post. Hank habe in seinem Leben keinen Zweifel daran gelassen, dass er ein Mann für die Bühne war, der das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit des Raumes liebte. In Gedanken sei man bei der Familie des Verstorbenen. In der Vergangenheit hatte Hank von Helvete mit Drogenproblemen zu kämpfen. 1998 trennte sich die Band und feierte 2002 eine Reunion. 2010 verließ der Sänger endgültig Turbo Negro. Im selben Jahr war er im Film Cornelis zu sehen, in dem er den schwedischen Sänger Cornelis Vreeswijk, 1937 bis 1987, verkörperte.